Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Ich bin's, euer Maxeus, und in der heutigen Folge werden wir jetzt mal wieder nach Hammerfell reisen. Und zwar nach Cortenmond. Wo auch immer das sein soll. Nein, gerade nicht. Wollen wir Cortenmond? Cortenmond da vorne. Ja, und da ist dann Rings, also Ring of Shielding, soll das sein, für 14.400 in der Magiergilde. Und natürlich kommen wir auch wieder in der Nacht hier an. Hallo, wo ist mein... So. Kommen auch immer nur nachts hier an. Aber dann, wenn wir das geholt haben, brauchen wir mal wieder ein bisschen Geld, weil die anderen Sachen, die werden auch ein bisschen mehr kosten. So, um immer so zwischen 30 und 50.000 werden die dann kosten. Aber wir haben zum Glück hier wieder ein bisschen was zu verkaufen von denen bekommen und noch ein bisschen Gold. So. Bitte sag mir, dass das jetzt die Taverne ist. Nein, aber man Waffenladen. Hier geht's nicht weiter. Oh, warte mal. Eine Healing. Falls wir gleich nochmal angegriffen werden. Na, ja, das könnte schon der Magiergilde sein. Ja, komm, ich bin dran vorbei. Und dann machen wir ein paar Aufträge für Königshäuser oder so. Toll. Immer diese Robert of Gideon, was? Brotherhood of Gideon? So, hä? Was ist jetzt die Brotherhood of Gideon? Wir brauchen eine Taverne. Ja, das könnte die Magiergilde sein. Können wir jetzt schon rein vielleicht? This lock ist ein... Okay. Irgendwo müsste die jetzt doch eine sein, oder? Vielleicht hier hinterm Busch wieder. Da ist sicherlich eine Taverne. Nee. Hinterm Busch können wir nicht. Da ist wieder was zum Verkaufen. Und wir kaufen. Müsste hier doch irgendwo eine Taverne sein. Da haben wir wieder einen Tempel. Und ich hoffe, hier drinnen finden wir jetzt eine Taverne. Na komm, ich will dran vorbei. Nee, das wird nicht funktionieren. Vielleicht andersrum, andere Seite. Auch nicht. Ah. Oh. Magier. You have found 30 gold pieces. Dagger Buckler. Mage. Da haben wir jemanden. Du sag mal. Nächster Taverne. Northeast.
Es wäre echt schön, wenn die mir den genauen Standort jetzt sagen würden. Oh, bitte deine Taverne, bitte. Oh, ne, Waffenladen. Da ist eine Taverne. Nice. Ach nein. Ja. Good Lord, if you could use 240 gold pieces, hear me out. There's a certain person, Queen's Jin, who has something of my sieges, a white rose. Yeah, okay. Komm, wir machen das. Wir machen das, aber vorher will ich ein Zimmer. So, jetzt aber erstmal ein Zimmer kriegen. Dinge. Eine Nacht, ja. Genau. So, was sagt die Uhr? 5 Uhr. 5 Uhr mal. Sagen wir 2 Stunden. Müsste reichen. So, dann. Den Gin-Dings hier finden. So, müsste letzte Seite sein. You have agreed to get a white rose from Queen's Gin and bring it back to the Dancing Guard by Midas. Okay, hier haben wir Dancing Guard. Dancing Guard. So. Dann suchen wir mal Queen's Gin. Where is... Ich glaube, das müsste... Wo? Queen's Gin. Okay. Ist nicht weit von hier. Alles klar. Das sind schnell verdiente 240 Gold. You're here for the white rose, am I right? Here it is. Tell Reha I said thank you. Before you reach the bar, a notably peculiar figure called Thimrun of the Brotherhood of Temperance signals to you and speaks in a conspiratorial whisper. Good day, I'm having a little problem. I hope you to able to solve for reasons of business. Fipunka, that's my sister, needs to get to Kulta's tool store by Midas second of Heartfire. I had a couple swordsmen hired to escort him there, but they wound up dead a half hour ago, chopped into goblin snacks by the After Dark Society. I was going to have my contact in Kulta's tool store pay them 270 gold. That money is yours if you take that place. Haben wir jetzt noch eine Begleitperson? Gehen wir hier auch einmal wieder zurück rüber. Und liefern die hier ab. Beziehungsweise Rose liefern wir hier ab. So, ja. You had picked up the white rose from Queen's Gin, but I admit I feared you wouldn't get back here in time. I promise here are your 240 gold pieces. I'm very grateful. Thank you, Noble Nord. So, haben wir erledigt. Jetzt einmal schauen. Wo müssen wir mit der hin? So, wo ist die letzte Seite hier? You have agreed to escort Thimrix's sister Spunker to Truder's Tool Store by Midas. Truder's Tool Store. Können wir dort auch noch den ganzen Schrott verkaufen gehen? Du, sag mal, wo ist denn Schulters Dingens Store? Schulters Tool Store? Perfekt. Alles hier um die Ecke. Wo ist denn das? Ah, geil. Besser geht's doch nicht, ne? Wenn alles hier gleich um die Ecke ist. Ja.
day to you, Sipunka, and to you, Nord. I am pleased you have taken such good care of Sirun's sister. Your 270 gold is well deserved. Enjoy it and fare you well. Okay. Können wir hier noch den ganzen Scheiß hier verkaufen? Deutlich mehr Geld auf jeden Fall. Müssen wir jetzt nur noch zur Magiergilde. Im Norden von hier. Schauen wir mal auf der Map, wo ist das? Rockwood of Gideon. Das ist Bravo de Gideon. Warte mal, wenn wir... Wie habe ich das gemacht? Das will ich jetzt mal ausprobieren. Wenn ich hier jetzt rechts... Victron's Merchandise. Borgen Merchandise. Ach. Krass. Ist da jetzt verkackt, weil das so ein bisschen durcheinander ging? Und rechtsklick können wir hier die Namen drauf kriegen auf der Map. Ich glaube, das ist die Magiergilde. Sieht magiergiltig aus, auf jeden Fall. Ah, ich wollte nur eine. Ja. Was, wenn ich hier jetzt draufklicke, rechtsklick, passiert nichts. Ich hier dann irgendwas mehr. Ah, das ist die Magiergilde auf. Jetzt nur die Frage, wo ist denn jetzt der Eingang? Hier? Hier. Ja. So, und dann müsste hier Ring of Shielding sein. Crystal of Paralyzation. Ich kann eigentlich rein theoretisch aufkaufen. Ring of Shielding, da haben wir das. Ja, 14.400. Wollen wir stattdessen den Dings Crystal of Paralyzation holen? Leisten können wir uns. Komm, holen wir stattdessen das. Können wir hier Crystal of Paralyzation und Ring of Shielding. So, dann sind wir hier schon mal etwas geschützter. Und hier sieht es auch schon mal deutlich besser aus.
würde ich sagen, dann haben wir die erste Seite, was ich da geplant hatte, schon mal durch. Wäre das nächste tatsächlich das mit den Amuletten, Bells, Bracelets und Torx. Dafür brauchen wir wieder erstmal Geld. Und um Geld zu kriegen, brauchen wir wieder so einen Auftrag oder ein paar Aufträge von hier. Dings, ein paar Könige und so weiter. Und da kriegen wir mehrere tausend auf einmal. Und da können wir da auch jede Menge Marks und so weiter hier erbeuten, plündern, looten, wie auch immer. Ja, fällt mir auch nichts weiter ein, was ich sage. Und damit können wir auf jeden Fall halt auch nur noch mehr Geld verdienen. Und dann würden wir halt um die Amulette, Bells, Bracelets und Torx kümmern. Und dann hoffen wir mal, dass die hier eine Quest hat für uns. Gute Dame, habt ihr eine Quest? Greeting, Akteurs, and welcome to Carton On. We are a peaceful village, but I would not recommend wandering the streets unarmed at night. However, here I must dismiss you. Political matters, you understand. Goodbye. Okay, die hat keine Quest für uns. Okay, dann würde ich sagen, müssten wir mal hier, weil wir ja eh in Hammerfell gerade sind, einmal nach Skaven. Wo haben wir Skaven? Da haben wir Skaven. Da würde 10 Tage brauchen. Oder Gilane. Gilane, oder wie das jetzt ausgesprochen wird. Hier Gilane. Ich glaube, Gilane ist näher. Ne? Dann machen wir Skaven. Und reisen dahin. Was? Schnell wieder rein. Bitte sag mir, dass das direkt eine Taverne ist. Nein, Waffenladen. Kasse. Auch gut. Wir brauchen wieder eine Taverne. Wie kommt es, dass wir immer nur nachts ankommen in irgendwelchen Städten? Neue Statue? Diese Art von Statue kenne ich hier noch gar nicht. Mit Brunnen sogar. Noch ein Waffenladen. Das sieht sehr tavernig aus. Bitte sag mir, ist eine Taverne? Ja, ist eine Taverne. Dann pennen wir hier noch ein bisschen. Get the room. Klingel, ja. Eine wird reichen. Genau. So. Wir haben 3 Uhr, dann pennen wir für 5 Stunden. Ah, und sind wieder vollkommen geheilt. Perfekt. Müssten wir irgendwie die Möglichkeit finden, an 15.500 Gold zu kommen. Dann haben wir hier den Ebenerzbelt bekommen. So, suchen wir mal den Palast.
könnte das sein? Ist immer irgendwo am Stadtrand. Paläste. Was ist der? Sah ein bisschen so danach aus. Das heißt Nordosten. Und es kann sein, dass wir vielleicht sogar irgendwie einen neuen Dungeon freigeschaltet kriegen oder so. Wenn wir für die Königshäuser hier Dings machen, die Quests. Und darauf freue ich mich, wenn wir neue Dungeon kriegen. Was sind das nur Königin sind? I welcome you to my city state. Your arrival is fortuitous, for I have a favor to ask. If you would slay something for me, I would be happy to reward you in gold. Would you be interested in hearing more? Yes, absolutely. My birthday is coming on tier 15th of Frostfall, and as if in mockery, Verulon the Medusa has come to my land to feed. It was slain all the hunters I have sent after it, but what has come that its lair is to the south of my city state. You must go there and kill it for me. If Verulon is alive to devour my people, come here, Mithril of Frostfall, the cost in human life and loss of holiday revenue will be astronomical. I offer you 3,000 pieces of gold for the death of the Medusa. Agreed? Alles klar, killen wir ihn. You are a brave Nord in need, Rex. Inscribe the exact location of the dungeon on your map of Tanya. Use that to guide you. Good luck and good speed, Max. 1000 Gold für. Einfach nur dafür, dass wir irgendwen killen. Besser geht's doch nicht, oder? So, schauen wir uns mal an, wo die ist. Muss ja hier irgendwo sein. Verulons Lair. Das ist, ich glaube, das ist die Quest. Hier, das war ja Fang Lair. Dann Stonekeep. Das waren die beiden, die wir machen mussten für die Hauptquest. Und Verulons Lair ist das neue. So, erstmal aber auch hier nachlesen. Haben wir auch ganz schön viele Seiten hier schon. Ja, on a quest to slay the Dread Medusa Verulon for Mijot. Queen of Skaven. Verulon's lair is said to be south of Skaven and you must have killed the beast by Tyrdas 15th of Frostfall. Ja, okay. Dann würde ich aber vorher einmal hier speichern. Ja. Und dann reisen wir dahin. Verulon's lair, genau. 9 Tage wird es brauchen, okay. Dann ab dahin. Sense the Medusa's nearby. Oder nearby. Wieder so ein Dungeon. Wette, der Boss, der Endgegner, ist wieder so ein Lich. Jede Wette. Aber Lichs geben hier die meisten Erfahrungspunkte. Na, da springen wir noch nicht rüber. Oder komm. Ja, jetzt sind wir auch auf der anderen Seite hiervon. Ich hoffe nur, dass hier keine Geister kommen oder so. Geister sind die Viecher hier, auf die ich am wenigsten Bock habe. Momentan. Wo laufe ich hin? Kreis. Ich bin auch so ein Genie.
hier geht's auch nicht weiter. Oh, doch, hier. Gegner. Oh, Schatz. Plate Gauntlets. Können wir alles sammeln. Die Frage ist nur, wo müssen wir hin? Wir schon, also wieder zurück. Moment. Ah, hier kommen wir nur über. Okay. Dann gehen wir noch mal dahin. In diesen Raum. Das heißt, wir müssen hier einmal runterspringen. Echt gar keine Gegner. Und wieder Bracers. Ja, wo gehen wir mal hin? Einmal nach komplett Osten. Würde ich sagen. Und da einmal die Wand entlang. Große. Diese Wand hier. Hier schon irgendwie ein paar Gegner, aber kommt nichts. Welchen Tag haben wir überhaupt? 21st of Fairfire. Okay. Hallo, ich will Gegner haben. Hier waren wir alle schon. Außer, warte mal. Außer in diesem Raum, da waren wir noch gar nicht. Dann lassen wir da eben ganz schnell hin. Fallen wir halt einmal runter. Ist das schon richtig? Ja, hier geradeaus durch. Und hat sich echt gelohnt. Okay, dann heißt es, wir müssen auf die andere Seite hier. Und den ganzen Weg hier nochmal von vorne zurück. Aber ich würde sagen, das machen wir nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.